Hallihallo, Hallöchen allerseits und willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei mir auf meinem Zweikanal. In diesem Video geht es zum ersten Mal um etwas, das ich tatsächlich noch gar nicht geöffnet habe, und zwar die Logitech G910 Orion Spectrum Tastatur. Ich hatte das Problem, dass ich bei meiner bisherigen Tastatur hinten das Bein abgebrochen habe, so ein kleiner Stopper, weswegen das Bein dann, statt dass es in dem Winkel geblieben ist, dann einfach in den Winkel gegangen ist. Damit hat die ganze Tastatur die ganze Zeit hin und her geschwappt und ich musste mit einer Powerbank unterlegen, damit das stabil bleibt. Wenn die Hälfte runterfällt. Oh, schon wieder ins Mikro gekommen. Und ja, letztes Mal habe ich es ja versucht mit Camcorder und Handy. Diesmal versuche ich, den Ton am PC zu machen. Statt am Handy. Mal gucken, wie das funktioniert. Gut. Ich habe meine alte Tastatur bereits weggenommen. Das heißt, ich kann den PC aktuell gerade nur mit der Maus steuern. Naja, wir werden sehen, funktioniert, ne? Ja. Dafür habe ich Facecam direkt über die Webcam. Und gut. Dann wollen wir mal, wir nehmen das kleine Messer. Ich denke, das sollte reichen. Geputzt werden dürfte es auch mal wieder. Und dann fangen wir mal an, das Ding hier zu öffnen. Jo, oh, ein bisschen fest aufgedotzt. So. Kann ich das oder ist das? Na doch. Ich war gerade unsicher, ob das so eine Lasche hat, die man reinschiebt oder nicht, aber scheint nicht so zu sein. Gut. Dann, der Postbote hat das Ding heute auch wieder nur vor die Tür gelegt. Nicht geklingelt, nichts. Man könnte sie mit Corona anstecken. Aber ja, immerhin besser als einfach nur ein Zettel im Briefkasten. Jo, ihr Paket ist bei der Postabholung bereit. Das war ja echt. Ah. So. Da kommt unter dem Karton noch ein weiterer Karton hervor. Okay. Sehen wir uns den mal an. Ist nichts Besonderes vom Karton her, ist einfach ein stinknormaler Karton. Zunge hoch und Moment, damit ihr das auch seht. So, tada. Da haben wir die Tastatur. Wow, ich hatte noch nie eine nagelneue Tastatur. Das ist das erste Mal. Und sie sieht nice aus. Ich frage mich gerade, brauche ich den Karton noch oder nicht? Normalerweise behalte ich die ja so wegen Rückgaberecht, wenn was passiert oder so. Ich denke, ich behalte ihn noch. Deswegen, das hätte ich jetzt hier aufgeschnitten, damit es besser geht fürs Video. So, dann gucken wir mal. Das Kabel. Ja, natürlich ist es eine Kabeltastatur. Alles andere wäre bescheuert. Ich stehe auf Kabel. Bei mir kommt nichts anderes als Kabel rein. Dieses blöde Wireless-Zeugs. Da kannst du eine Pfeife rauchen. Aber ich glaube, diesen Karton hier braucht man nicht unbedingt, oder? Ach, ich behalte ihn. Sicher, sicher. Jo, dann haben wir hier nichts mehr. Also, kommt sie raus. Ah, guck an, wir haben noch ein bisschen Papierkram. Das müsste eine Kurzanleitung sein, die hier dabei ist. Und Important Safety, irgendwie Garantiezettel, keine Ahnung. Und dann aber das. Jo, damit ihr die sehen könnt. Ja. Dann. Sieht cool aus.
Dann haben wir irgendwo Plastik drumherum. Ja? Ja, warum ist die G910 wurde, ist ganz einfach wegen dem Design. Ich bin ja ein absoluter Asus ROG-Fan, aber Asus ROG macht auch nur wie fast alle anderen heutzutage Tastaturen, die designtechnisch aus den 90ern stammen könnten. Ein bisschen schlanker als aus den 90ern, ganz klar, aber halt einfach absolut clean Design, einfach nur quadratisch, flach, nix. Aber ich will etwas aggressiveres, absolutes Nonplusultra im Bereich Gaming-Tastatur, Mad Catz Strike 7 vom Design her. Technischer Aspekt hatten wir ja immer so ein bisschen Probleme, aber vom Technik, also vom Design-Aspekt her absoluter Killer. Und ich hatte ja die Mad Catz Strike 3 bisher. Und die hier, die Logitech G910, kommt dem designtechnisch zum am nächsten. Wir haben hier Verbreiterungen und aggressives Designs. Wir haben hier den Handschutz. Jetzt weiß ich halt nicht, ist der abnehmbar? Sieht so aus, hier. Ja, die Handballenablage, die hier allerdings nur abdeckt, wie wir gerade sehen. Ihr Fuß. Das heißt es eigentlich. Ja. Ich glaube, das müsste irgendwie so da drunter gehen. Da brauche ich beide Hände. So. Das wieder drauf. Einigermaßen, ne? Da muss ich nachher noch genauer. Ja, dann haben wir hier. Das ist halt auch was Spezielles von dieser Tastatur. Ja, ich glaube, die ist durchaus lauter als meine bisherige. Deutlich lauter. Bei meiner bisherigen Tastatur ist es halt so, wir haben hier unterhalb der Tasten haben wir einen Plastikschutz und da ist Gummi. Deswegen hört man bei der nicht sonderlich viel. Wie das jetzt mit der hier ist, was da drunter ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind es definitiv andere Switches, die sind viel lauter. Wirklich. Oh, okay. Also ja, da muss ich mich dann erstmal dran gewöhnen und auch, man wird die Tastatur dann entsprechend bei den Aufnahmen, bei den Videos besser hören. Werden wir mal schauen müssen, wie wir damit klarkommen. Und ja, gut, eben. Aber dann kommt das hier. Hier oben haben wir eine Docking Station, wo wir ein Handy reinlegen können. Und da haben wir dann irgendwie Funktionen. Aber ich dachte, es wäre direkt da dran, aber das ist scheißegal. Man kann einfach das Handy nehmen und hier reinstellen. Und es hat keinen Anschluss, nichts. Ich dachte, es würde irgendwie etwas übertragen, aber es ist offenbar nicht so. Das heißt, es ist einfach nur etwas, was man externe Programme anbauen kann. Hätte ich ja den ganzen Kram hier gar nicht vorbereiten müssen, zum Gucken, was reinpasst. Das ist sehr stabil. Mein altes Vico ist auch sehr stabil drin. Mein Asus ROG Phone 3, das ist halt eine Ecke größer, das, ja, aber steht auch stabil. Passiert nichts. Ich glaube, man könnte hier sogar ein Tablet hineinlegen, so ein kleines. Ja, sieht cool aus. Wie gesagt, woran ich mich halt dann einfach gewöhnen muss, ist die Lautstärke des Dings. Vor allem, wenn ich Kopfhörer nicht drauf habe, wie man hier jetzt gerade sieht. Ich gebe jetzt kurz das Facecam. Ja, wobei, so viel lauter ist gar nicht. Es klingt einfach, hat einen anderen Ton.
Gut, dann schließen wir das Ding doch gleich mal an. Ich denke, ich werde an der Stelle kurz schneiden. Oder auch nicht. Nö, wir schneiden nicht. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es hier für eine Tastatur, die 150 Tacken kostet, hätten sie wirklich auch so wie bei der hier eine Nylon-Ummantelung machen können. Haben sie hier nicht. Das Kabel ist auch ziemlich kurz, wie mir scheint. Wir werden schön. Gut, dann gehst du dein Bildschirm durch. So. Dahinter allem durch. Einfädeln. So. Gut. Gehen noch ein bisschen weiter runter. So, jetzt ist gut. So, wir haben hier genug Luft. Das ist gut. Na dann, ab unter den Tisch. Ja. Wo bist du? Da bist du? So, und da blinkt sie. Ich mache hier mal aus. Wow. Also ich muss zugeben, was die Beleuchtung angeht, die ist geil. Lautstärke einstellen. Geil, erkennt's. Wir können muten. Ah, Licht an und Licht aus hier. Okay, cool. Was haben wir hier noch? Ah, es ist ein Gaming Mode. Ach so, das könnte der sein, dass der nicht funktioniert. Ja. Ja, das ist. Hier oben die Taste ist für Gaming Mode, damit die Windows-Taste gesperrt ist. Das hatte ich bei meiner Mad Catz oben, einfach ein Hebel. Ja, M-Tasten, G-Tasten, voll programmierbar. Dann müssten wir dann auch ein Programm für haben. Dafür schalten wir jetzt, glaube ich, tatsächlich dann auch gleich auf. Den Bildschirm eventuell. Muss ich kurz gucken. Ah, come on. Wo habe ich diverses? Programme. Da muss ich hier Logitech G hab. Müsste ich nämlich von meinem Controller haben. Also von meinem Hotas. Müsste theoretisch dieselbe Software sein. Aber das hier finde ich echt cool. Einfach, oh, ist ein bisschen leise. Streb mal hoch. Oh, ist ein bisschen zu laut. Jo. Wenn er dann nicht irgendwie rumspinnen würde. Ja, keine Ahnung, was da jetzt gerade passiert ist. Okay, jetzt geht's wieder. So. Dann kann man jetzt auf den Desktop wechseln
Und wir sehen hier das Programm. Er hat die Tastatur direkt erkannt. Aktives Profil Desktop G910. Und hier haben wir die Tastatur. Ich kann irgendwo in der Ecke auch noch das Bild von der Kamera einfügen. Ja, das können wir hier so machen. Mal gucken. Effekte. Wir sehen auch direkt, warte, ich schau mal aus. Ja gut, die Farbe ist nicht synchron. Ich habe jetzt gerade rote Tastatur, jetzt grüne Tastatur im... Boah, passt nicht ganz. Aber man sieht trotzdem 1:1 direkt, was passiert. Also ja, man sieht im Programm, was auch die Tastatur gerade macht. Freestyle, wir können den ganzen Hafenkäse auch selbst einstellen. Farben am Gerät, 160 Tasten. Okay, wir können das hier so manuell einstellen. Rot, blau, grün. Ich glaube, man kann hier direkt nur das Logo einstellen. Okay, das ist cool. Oder die Pfeiltasten ändern. Da können wir hier bei den Pfeiltasten hier sagen, die will ich dunkelblau haben. Alter, das ist cool. Die G-Tasten. Das müssen die hier sein. Die machen wir jetzt einfach mal grün. Das ist cool. WASD, eine Tastenkombination, die man sehr oft benutzt, die man so auch nun farblich rausnehmen kann. Wir nehmen das Logo weg, wenn das geht. Weiß gar nicht. Na egal. WASD. Ne, wo ist hellblau? 6 Tasten, hier. Hier können wir jetzt zum Beispiel auch einfach... Okay, irgendwie stimmt es nicht ganz. Aber ja, ich will jetzt auch nicht stundenlang dran verbringen, aber ihr seht es hier so in der Kamera. Ihr seht es im Programm, was passiert. Also, finde ich echt cool. Dann die Tastenzuweisungen. Wir können die G-Tasten ändern. Die sind offensichtlich freigegeben. F1 bis F9. Das heißt, wenn ich hier drücke, passiert dasselbe, wenn ich hier drücke. Kann ich aber auch einfach so umändern, wie ich will. Dann haben wir M1 bis M3, was wir hier umschalten können. Ihr seht es jetzt auch, ich drücke hier M1, ich drücke hier M2 aktiv, ich drücke hier M3 aktiv. Was MR macht, keine Ahnung. Wir können Makros erstellen, die wir dann wahrscheinlich auf solche G-Tasten, auf die G-Tasten legen können. Das ist halt alles, das konnte ich mit meiner MadKit Strike 3 nicht machen, weil es keine Software mehr gibt, die das Ganze unterstützt. Mit der Tastatur geht das, das ist alles cool. Spielmodus hier, an, aus. Wir können den auch scheinbar auch noch irgendwas dran machen. Okay. Wir können dem wir können die für jedes einzelne Spiel einstellen. Wir können ihm sagen, hier für Cyberpunk 2077 machen wir eine Konfigurierung, für Destiny 2 für League Dangerous, für Fortnite, für Genshin Impact, für Elder Scrolls Skyrim Special Edition, für Valheim. Wir können auch für jedes x-beliebige Spiel eine eigene Konfigurierung basteln. Das ist cool, Leute. Muss einfach nur das Programm öffnen und dann sagst du, so, jetzt will ich das Spiel spielen. Also, zack, und dann hast du die Konfigurierung, vor allem was die G-Tasten angeht. Da kannst du eigentlich jede Taste unbegrenzt oft belegen. Du kannst jetzt sagen, M1, G1 ist in Cyberpunk, keine Ahnung, das Menü, das eröffnet wird, also das Inventar. In Valheim ziehst du eine Waffe weg oder steckst du weg. In, keine Ahnung, Genshin Impact ist es die Gehen-Rennen-Umschalttaste. Whatever.
Das ist geil. Also ich muss sagen, die Tastatur, mega cool. Hat sich meiner Meinung nach auf jeden Fall gelohnt. Was jetzt halt die Frage ist, wie lange hält sie? Ich gucke gerade mal noch wegen den Tasten. Auf A4, ja, passt. 5, 6, jo. Es ist die Schweizer Konfiguration, finde ich gut. Weiß man bei Digitech nie. Ja. Gut, dann schauen wir wieder auf die Kamera um. Dann haben wir hier das schöne Ding. Okay, wegen dem Kabel funktioniert es nicht mehr. Ein bisschen vorsichtig sein mit dem Handschutz hier. Der ist jetzt ein bisschen lose. Der ist irgendwo nicht ganz eingerastet. Da muss ich nach dem Video gleich nochmal genau gucken. Ansonsten, ja, sie macht jetzt nicht einen billigen Eindruck. Ist aber halt alles Plastik. Aber das war auch bei meiner alten so. Was mir gefällt, ist, dass es matt ist. Meine alte ist Glanz. Also. Und hier diese Schose hier, das ist einfach. Okay, vorspulen geht aber nicht so. Egal, es ist. Es ist einfach cool, okay? Es ist cool. Gut. Damit war es das. Ich freue mich drauf, diese Tastatur jetzt in Benutzung zu haben. So, dann kann ich theoretisch mein Fast Charge Wireless, der nicht funktioniert, weil mein Smartphone kein Wireless Aufladen erlaubt, weglassen. Obwohl, na, das ist ein bisschen zu steil. Ich belasse es dabei. Aber zum Beispiel, das könnte ich da reinstellen. Ja. Gut, was gibt es denn sozusagen? Eigentlich nichts mehr. Ich hatte diese Tastatur jetzt schon eine ganze Weile im Auge. Ich wollte die schon lange mal kaufen, beziehungsweise ich hatte schon lange vor, die dann auch zu kaufen. Jetzt musste ich sie halt vorziehen, weil meine alte Tastatur hinüber ist. Oder hinüber. Ich werde die noch kleben. Ich werde das Ding versuchen wieder anzukleben und mal gucken, ob ich das Ding dann irgendwie als Ersatztastatur noch benutzen kann. Ob es hält. Oder dann für den zweiten PC, wenn es so weit kommen sollte. Also, passt. Gut. Damit verabschiede ich mich von diesem Video. Wir sehen uns in einem anderen sicherlich wieder. Bis denn. Und möge die Hardware mit euch sein. Oder die Peripherie, besser gesagt.